Jetzt erstmal einen großen Applaus für André Peschke und Michael Obermeier. Live-News-Sendung läuft völlig aus dem Ruder. Gamescom-Publikum, es explodiert vor Begeisterung. Und der Wettstreit zweier Moderatoren endet in einem blutigen Massaker. Hossa Gamescom, ich bin Michael Obermeier, das ist leider André Peschke und das sind die Live-Gamescom-News. Servus, Köln! Können sich diejenigen, die von Michael Obermeier bezahlt wurden, um hier zu sein, ganz kurz zu erkennen geben, bitte? Ah ja. Da war nicht so viel im Topf, wa? Naja, dazu kommen wir später noch. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen heute eine Live-Ausgabe der News machen, um euch mal zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Und außerdem ist das Ganze als Battle gedacht und was ich André nicht gesagt habe, als Rap-Battle. Nee, es war nur Spaß. Nee, Quatsch. Was wir heute hier festlegen werden, ist anhand eurer Reaktion, wer in Zukunft diese Sendung macht. Das heißt, nach jeder Meldung müsst ihr durch lautes Applaudieren oder durch lautes Buhen entscheiden, wie gut diese Meldung war. Und mit modernster Technik rechnen wir das dann aus und wissen dann, wer die Sendung weitermacht. Also eigentlich müssen wir das nicht ausrechnen, weil ich, aber... Ich bin sicher, spätestens nach der zweiten Meldung, dann wechseln sie die Lage. Ja. Man sieht wahrscheinlich dann auch so Leute rüberrücken. Wir fangen an. Die erste Meldung. Ein Spiel zu Attack on Titan ist angekündigt worden. Kann ich mal was von Attack on Titan hören? Attack on Titan-Fans? Das kommt von den Dynasty Warriors-Machern Tecmo Koei und kommt für die PS3, die PS4. Und die PS Vita. Findet ihr das gut? Okay, also wer von euch hat überhaupt jemals von Attack on Titan gehört? Come on! Und Tecmo Koei? Crackdown, liebe Damen und Herren. Ja, Crackdown. Auf der Xbox gab's das schon mal. Das ist indiziert. Ja, also wenn indizierte Spiele nicht ziehen, dann weiß ich auch nicht. Das neue Crackdown simuliert seine Physik ja zum Teil in der Cloud. Wie man weiß, da werden Physikberechnungen irgendwo ins Internet ausgelagert. Und deswegen funktioniert aber der Solo-Modus von Crackdown leider ohne diese Physik, weil der natürlich auch offline gespielt werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt in der Kampagne solo unterwegs bin, dann fallen keine Hochhäuser um. Das finden wir doof. Buh. Aber die Meldung an sich finden wir gut. Ja. Ja. Okay, Tony Hawk's Pro Skater 5 kommt in 8 Wochen raus und die haben die Grafik-Engine nochmal komplett umgestellt. Das Ganze ist jetzt auf Cell-Shading umgebaut, das heißt, es ist jetzt so ein Comic-Look, aber sie haben es überraschenderweise hingekriegt, dass es noch schlechter aussieht.
Yeah. Okay, sie sind jetzt schon müde, glaube ich. Sony und Microsoft, ja. Das reicht schon. Ihr erinnert euch ja, früher hat Microsoft Maps von Call of Duty exklusiv vorab bekommen. Also Xbox-Spieler hatten die einen Monat früher. Jetzt können das aber PS4-Spieler machen. Das heißt, Sony hat Microsoft diese Exklusivsache weggeschnappt. Jetzt hat aber Microsofts Phil Spencer gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die mehr Markteinteile hätten. Das liegt nur daran, dass die dafür ganz viel Geld bezahlt haben. Aber wenn man logisch drüber nachdenkt, war das wahrscheinlich auch früher noch nicht geschenkt und auch Microsoft hat dafür viel Geld bezahlt, dass es jetzt auf einmal nicht mehr ausgeben mag. Möglicherweise hat das was mit Marktanteilen zu tun. Jetzt jubeln! Ja, also. Das ist eigentlich geschenkt. Ich muss die Meldung gar nicht mehr vorlesen. Ich muss nur sagen, bei Fallout 4... Siehste? Fallout 4 hat gar kein richtiges Ende. Wenn man die Story-Kampagne von Fallout 4 durchgespielt hat, kann man trotzdem noch weiterspielen und es wird auch keinen Level-Cap geben. Wie finden wir das? Fallout 4, okay, aber Battlefront! Star Wars Battlefront! Ja... Das hat einen Modus namens Fighter Squadron, in dem man mit X-Wings herumfliegen kann. Und Electronic Arts musste da jetzt aber eine kleine Klarstellung machen, denn einige Magazine hatten berichtet, es gäbe in diesem Modus 40 Mitspieler. Das hat EA auch gesagt, einigermaßen. Die haben halt gesagt, es gäbe 40 Fighter, also Raumschiffe, mussten jetzt aber klarstellen, es gibt 20 Spieler-Raumschiffe und 20 KI-Raumschiffe. Aber ja, für den guten News-Moderator. Sony hat ein neues Add-on für die PS4 angekündigt. Einen Mini-Beamer. Den kann man über Wi-Fi oder HDMI anschließen, bringt 720p Auflösung und damit kann man auch Sachen streamen, die gar nicht direkt auf der PS4 laufen. Was das Ding kostet, wenn man das rauskommt, weiß aber keine Sau. Yay! Die war schwach, die war schwach. Mini-Beamer. Die lasse ich dir. Okay, okay. Wer hat noch nicht die Schnauze voll von Call of Duty? Oh, doch. Das ist sogar schlimmer als erwartet. Okay, wer würde in Erwägung ziehen, irgendwann mal wieder ein Call of Duty zu spielen? Oh. Naja, okay, aber falls ihr das doch tätet, würde es jetzt total die PC-Unterstützung mitbringen. Ich weiß, hat Activision vielleicht schon mal gesagt, hier und da. Aber diesmal, und das steht tatsächlich in einer offiziellen Verlautbarung drinnen, 100% dedicated Server. Was passiert, dass das vorher vielleicht nicht 100% dedicated Server waren, was sie beim letzten Mal nicht immer so eingesehen haben, nachdem man das angesprochen hat. Außerdem ein Field of View Slider. Ihr wisst schon, was ein Field of View Slider ist. Vielleicht erkläre ich das nochmal, damit der Jubel anschwellen kann. Das ist so, da kann man nämlich mehr sehen und... Ein Field of View Slider ist eine Option, von der 30% oder sagen wir 80% der Leute gar nicht wissen, was das macht. Aber wenn ein Spiel das nicht hat, dann ist das scheiße. Jetzt kommen hier mal richtige Meldungen, nicht hier so ein Call of Duty Quatsch. Mögt ihr Rockstar Games? Wollt ihr brandheiße Infos zu Rockstar Games? Rockstar Games ist ganz geheim hier auf der Gamescom. Zeigen die etwa ein Add-on zu GTA 5? Oder zeigen sie ihr ganz neues Spiel Agent? Hoffentlich nicht. Ja, André, zeigen Sie das oder nicht? Das muss ich da jetzt etwa einspringen? Soll ich dir helfen? Warte, wir machen das nochmal. Hast du einen Filmriss, Obermeier? Kommst du nicht weiter? Oder zeigen Sie etwa Agent? Ich dachte, du trägst diese News vor. Offensichtlich schafft er das alleine nicht.
Die Sache ist, es gibt einen Stand von Take-Two und Rockstar im Business Center und da ist halt ein Rockstar-Logo drauf. Wahrscheinlich, weil die mit Mediamarktverkäufern besprechen müssen, wie viele GTA 5 die nachordern wollen. Das hat irgendjemand fotografiert, es ging ins Internet und das Internet sagte, oh, Rockstar ist auf der Gamescom. Und dann haben sie auch noch das Trademark für Agent verlängert. Und dann haben wir natürlich gedacht, so, Agent ist wieder da. Das haben die nämlich vor 5000 Jahren circa angekündigt. Und es sollte so ihr James Bondiges Open World Ding werden, aber ja. Habt ihr schon wieder alle vergessen, ne? Agent. Da waren auch ein paar PR-Leute mit befasst, das anzukündigen. Die wollen auch, dass ihr ihre Arbeit wertschätzt. Aber gut, eine Meldung habe ich noch. Und zwar Elite Dangerous. Hey, kommt, die sind ums Eck, die können euch sehen. Jubelt! Die kommen vorbei. Also Elite Dangerous Early Access Erfolg, außer in Köln anscheinend. Die bringen jetzt tatsächlich ein Add-on namens Horizons heraus, weil wir ja noch nicht genug Spiele namens Horizon haben. Das Ding kostet aber schlappe 50 Tacken, wenn man es kauft. Aber halt, halt. Ja, yep. Aber Moment, Michael Obermeier, du als Bäcker der ersten Stunde, du musst dir keine Sorgen machen. Du denkst wahrscheinlich, ich zahle doch jetzt nicht nochmal 50 Euro für das Add-on, richtig? Ich zahle doch nicht nochmal 50 Euro für das Add-on, richtig? Vorhersehbar, aber gut. Richtig. Nein, du zahlst nur 35 Euro für das Add-on. Geil. Nachdem du vorher 60 bezahlt hast. Warum habe ich das vielleicht gemacht? Ach so. Als Bäcker der ersten Stunde hast du ja 200 bezahlt. Ja, helfen Sie mir. Ja. Und genau wie Michael Obermeier, so reagieren auch andere Bäcker in aller Welt. Half-Life 3 wurde angekündigt. Ja, Half-Life 4 wurde angekündigt. Exklusiv für Wii U. Ich habe noch eine ganz brandaktuelle Meldung. Kennt jemand die Let's Play-Gruppe Pete's Meat? Pete's Meat hat ganz offiziell angekündigt, dass der oder die am lautesten für Michael Obermeier applaudiert, ohne Rückfragen sofort ins Team aufgenommen wird. Das müssen wir nachher nochmal genau ausrechnen, aber das passt dann schon. Michael Obermeier übrigens, aus ein weniger bekannter Fernsehmoderator, hat seinen Fans versprochen, ja, ein T-Shirt bedrucken zu lassen. Mit einem Spruch, den die Fans selber bestimmen konnten. Und trägt er dieses T-Shirt heute, sehen wir darauf den Spruch, der hätte draufstehen sollen, leider nicht, André Peschke, 69, warum auch immer. Leider nicht. Leider nicht. Ja. Behauptet ein YouTuber zu sein, aber er besitzt nicht mal ein Longboard. Dafür habe ich voll das geile Bügelbrett. Und ich bügle in meiner Freizeit gern. André Peschke kündigt überraschend bei GameStar. Wow. Michael Obermeier kündigt an, sein gesamtes Jahresgehalt ins Publikum zu werfen, wenn die für André Peschke jubeln. Vorsicht in der ersten Reihe, wenn die Münzen fliegen, ne? Vielleicht, André, ist aber auch diese ganze Rivalität zwischen uns beiden. Vielleicht ist das, hat das einen anderen Grund. Vielleicht ist es nur, dass du mich, obwohl du mein Chef und Mentor bist, noch nie so richtig in den Arm genommen hast. Ich möchte dich jetzt nicht emotional auf so einer Bühne erpressen, aber ich würde mir das schon sehr wünschen. Ich habe ja schon drüber nachgedacht, aber du bist doch sonst nicht so der Typ. Aber auf Bühnen macht man Sachen, die man sonst nie macht. Schwitzig bist du, schwitzig. So schön.
Wow, was für eine Show.